Also, herzlich willkommen. Freue mich, dass ihr alle dabei seid. Wir haben heute das 11 Uhr Loch zum Thema Erfolgsfaktoren im Marketing, im Werkzeug- und Formbau. Das Ganze gibt es ja als zweitägiges Seminar oder wer auch bei uns studieren will, da eben als Vorlesung über 2 Tage oder auch als abgespeckte Variante rein auf den Vertrieb fokussiert zum Thema Vertriebsprofit. Noch so viel vorab. Für alle, die im Homeoffice sind, habe ich eine gute Nachricht. Ich habe euch so ein schönes Bild gemalt. Das könnt ihr gerne später, wenn ihr das Handout kriegt, ausdrucken, ausschneiden und euch an die Tür ranhängen. Ist universell verwendbar für nahezu jedes Homeoffice und beantwortet die wichtigsten Fragen an die Mitbewohner. Genau, ich hole euch mal kurz ab zum Thema Marketing. Was ist denn eigentlich die Aufgabe von Marketing? Es gibt draußen am Markt viele, viele Anbieter, die wohl genau dasselbe Werkzeug scheinbar anbieten wie wir. Da gibt es größere Firmen, da gibt es kleinere Firmen und irgendwo, sagen wir mal ganz landläufig formuliert, ist die Aufgabe von unserem Marketing, unser Unternehmen irgendwo ins rechte Licht zu rücken. Ich muss mal hier kurz das Ding noch wegschieben oder irgendwie klein machen. So. Besser formuliert bedeutet Marketing, dass die Aufgabe des Marketings ist, euer Unternehmen auf den Markt auszurichten. So, ich sage bewusst, euer Unternehmen auf den Markt ausrichten, also nicht irgendwie Produkte oder Dienstleistungen, sondern wenn man diesen ganzheitlichen Ansatz hat, bedeutet das wirklich, dass ihr das komplette Unternehmen auf den Markt ausrichtet. Und da steckt einiges mehr dahinter, wie einfach nur eine Webseite machen oder ein Prospektchen erstellen. So, kurz Historie ist klar. Früher, was weiß ich, vor 100 Jahren war das Angebot andersrum. Die Nachfrage war viel, viel größer wie das Angebot. Deswegen tat man sich relativ leicht zu verkaufen. Und irgendwann mit German Wirtschaftswunder war dann Angebot und Nachfrage auf einer Höhe und dann hat es nicht mehr so funktioniert. Da muss man plötzlich was tun und irgendwann war das Angebot dann größer als die Nachfrage und dann wird es halt schwierig und dann muss man Marketing machen und dann gibt es auch ein paar Weiterentwicklungen vom klassischen Marketing eben zum strategischen und so weiter. Und heute sieht man eigentlich, Marketer, seit 30 Jahren sieht man schon Marketing im Prinzip als strategische Form der Unternehmensausrichtung. So. Ganz am Anfang steht unser Unternehmen, dann haben wir irgendwo einen Kunde und solange es nur den Kunden gibt und uns, ist alles ganz einfach. Dann kommt dummerweise irgendwann ein Wettbewerb, ein Marktbegleiter und dann ist alles nicht mehr ganz so einfach. Und zu guter Letzt ist es auch noch so, dass sich die Welt um uns herum komplett mitdreht. Das heißt, Technik entwickelt sich weiter, brauche ich euch nicht erzählen, das wisst ihr besser wie ich. Aber es gibt natürlich auch ökologische Weiterentwicklungen und vor allem auch rechtliche und gesellschaftliche Weiterentwicklungen. Und was auch total unterbelichtet ist, ist die ganze Geschichte mit den soziokulturellen Faktoren. Also wenn man mal allein überlegt, was so die Schlagworte Work-Life-Balance und Arbeitszeitmodelle und Elternzeit und keine Ahnung, so alles mit uns anstellen, da kommt schon auch ganz schön was auf uns zu, was sich auf unser Unternehmen auswirkt und somit auch unser Marketing auswirkt. Genau. Und dann gibt es eben noch die sogenannten Megatrends. Ich gehe da ein bisschen schneller drüber, weil das kennt ihr alles aus der Presse. Was sind so Megatrends? Klar, die Globalisierung, Digitalisierung, dann so die Verstädterung, die Landflucht, dass alle in die Stadt wollen. Dann natürlich das ganze Geschichte mit Neoökologie, Gesundheit, also vegan und. Und dann natürlich Individualisierung, also wenn ihr euch einfach nochmal dieses Handy vor Augen führt, ein absoluter Standardartikel, absolut, ja, einfach Standard, Massenware. Und wir schalten das Ding ein und wir haben unser eigenes Hintergrundbild oder irgendwelche anderen Kleinigkeiten drin. Und nach 10 Minuten können wir uns von dem Ding nicht mehr trennen und kriegen einen Schweißausbruch, wenn das Handy mal 10 Minuten weg ist. Also so viel zum Thema Individualisierung. Dann natürlich Konnektivität und Wissen und natürlich auch das ganze Thema New Work. Also ihr seid ja das beste Beispiel mit Homeoffice und so weiter. Und natürlich auch Mobilität ist ein Ding, was extreme Auswirkungen hat. Und das spielt auch alles in die Gesamtsituation rein. Und ist irgendwo die Basis dafür, wo wir uns Gedanken machen sollten zum Thema Marketing. So, hier habe ich jetzt mal eine Folie gemacht, eine Übersicht, was euch die nächsten 25 Minuten erwartet. Das ist keine wissenschaftliche Herleitung, sondern es ist einfach nur eine Einschätzung von meiner Seite aus. In, was weiß ich, 20 Jahren, wo ich im Werkzeugbau rumturne, habe ich eben die ganzen Unternehmen, wo ich reinkomme, ein bisschen beobachtet, gescreent, wer davon ist erfolgreich, wer ist vielleicht überproportional erfolgreich. Und die einfach richtig erfolgreich sind, habe ich mal nachgeschaut, was vereint denn diese Firmen, auf was legen die wohl speziellen Wert, wo sie einfach besser sind als der Wettbewerb. Und die Punkte gehe ich jetzt nachher mit euch einzeln durch. Einer von den ganz wichtigen Punkten ist das Selbstbild und das Selbstverständnis und auch die Selbstdarstellung vom Unternehmen.
Das geht los vom Unternehmensleitbild über Unternehmenskultur, Schaffung von Corporate Identity, also Wiedererkennungswerte schaffen. Ein Punkt, der überproportional erfolgreiche Unternehmen vom Durchschnitt unterscheidet. Dann gehört natürlich mit Sicherheit auch dazu, dass die meisten Werkzeug- und Formbauunternehmen einfach so Marketing machen nach Gutdünken. Also man geht mal auf eine Messe oder man macht mal eine neue Homepage oder man macht mal einen Prospekt. Aber so ein wirklich durchgängiges Konzept mit einem konkreten Plan, mit einer Strategie, also wo es nicht nur um eine Einzelmaßnahme geht, sondern wo so eine Maßnahme, so eine Messe einfach Teil von einem Gesamtkonzept ist. Und dann am Ende auch noch ein Maßnahmen- und Budgetplan dahinter steckt, das ist so die Ausnahme. Genau. Dann drittens, Schaffung der Institution Vertrieb, habe ich das mal genannt. Also in jedem Unternehmen, in jedem Werkzeugbau ist klar, wir brauchen einen Konstrukteur, der konstruiert, wir brauchen einen Einkäufer, der kauft ein, wir brauchen vielleicht einen Fräser, der fräst und etc. Witzigerweise, das Thema Vertrieb macht immer irgendjemand nebenher zwischen Tür und Angel. Und damit gemeint ist eigentlich auch irgendwie Angebote schreiben. Und Vertrieb bedeutet aber viel, viel mehr. Und da ist mir also glasklar aufgefallen, dieser Punkt, dass man kapiert, Vertrieb ist eine Kernfunktion in unserem Unternehmen und die brauchen wir genauso wie ein Fräser. Und die muss personell bestückt werden und auch mit Ressourcen bestückt werden und so weiter. Wer das erkannt hat, wer sich da dahinter klemmt, ist tendenziell überproportional erfolgreich. Und zu guter Letzt eben aktives Marketing. Und zwar dauerhaft. Regelmäßig was machen. Das müssen nicht einmal der große Wurf sein von Schweinegeld, sondern lieber konstante Maßnahmen und immer wieder was. Und was sich da dahinter verbirgt mit Alleinstellungsmerkmalen, mit den Kunden zum Fan machen, mit vor allem aktives Empfehlungsmanagement zu betreiben und Netzwerke zu nutzen, zeige ich euch dann gegen Ende. Und der fünfte Punkt, was ich mir auch aufgefallen ist, Thema frech gewinnt. Also man muss sich einfach manchmal auch was getrauen, um sich von der Masse abzuheben, dass man da nicht im Mainstream untergeht. Und da muss man sich manchmal was trauen, weil dann die ein oder andere Maßnahme vielleicht oder Werbeanzeige oder auch polarisieren kann. Und ja, da muss man sich was trauen und vor allem Konstanz zeigen. Und zu guter Letzt, in Rot dargestellt, will ich euch einfach noch ein paar häufige Fehler zeigen, was einfach viele Leute wohl versehentlich oder wie auch immer machen, aber lernt aus den Fehlern der anderen, Lessons learned und macht es einfach besser. So, erster Erfolgsfaktor, das ganze Selbstbild und Selbstverständnis vom Unternehmen. Also es, sag mal, erfolgreiche Unternehmen oder die auf dem Weg dahin sind, die haben auf jeden Fall ein Unternehmensleitbild. Das heißt, die haben sich mit ihren Mitarbeitern zusammengesetzt und haben so die, sag mal, 10 Gebote des Unternehmens definiert, wer wir sind und wie wir sein wollen und wie wir uns zu verhalten haben, so als Orientierungshilfe für die Mitarbeiter, wie sie sich verhalten sollen, sage ich mal. Und was auf jeden Fall in jedem Unternehmen ist, ob man will oder nicht, ist eine Unternehmenskultur. Die ist da, ob man will oder nicht, ob positiv oder negativ. Schön ist, je mehr das Leitbild irgendwo in der Nähe von der tatsächlichen Kultur ist, desto erfolgreicher ist auch das Unternehmen, weil es einfach authentischer ist und ehrlicher ist und auch wahrgenommener wird. Und alles, was sich zwischen Leitbild und Kultur abspielt, ist sogenannte Corporate Identity, was sich in verschiedenen Weisen ausdrückt. Ich denke, das bekannteste ist so das Thema Gestaltungselemente, dass man eben Wiedererkennungswerte schafft. Also es macht durchaus Sinn, dass man mal eine Hausfarbe definiert. Und zwar bitte nicht die Hausfarbe Rot oder Orange, sondern einen konkreten Hallton, Farbe 4711. Weil wenn ihr das nicht macht, dann lasst ihr heute einen Kugelschreiber machen und nächste Woche einen Block und in 4 Wochen bestellt ihr einen Teppichboden für die Messe. Und dann seid ihr auf der Messe und dann stellt er plötzlich fest, dass Rot nicht gleich Rot ist und der Kugelschreiber ganz anders aussieht wie der Teppichboden. Und dann wird es irgendwie blöd. Genauso sollte man eben definieren, die Hausschrift und auch das Gestaltungsraster, in welcher Form, in welcher Tonalität die Unterlagen erstellt sind. Und wenn man da so ein bisschen einen Maßnahmenkatalog hat, dann tun sich auch die Gestalter leichter, irgendwas Neues, eine Stellenanzeige oder keine Ahnung, entsprechend daraus abzuleiten. Ja. Es gibt aber im CI auch noch weitere Bereiche, das ist so das Bekannteste, aber bitte denkt auch an so Geschichten wie Corporate Behavior, also wie verhalten wir uns innerhalb vom Unternehmen, wie gehen wir mit Dingen um, je größer die Firma, desto wichtiger ist es. Aber es gibt natürlich auch so Dinge wie Corporate Architecture, also alles, was mit Architektur zu tun hat, hat auch was mit der Selbstdarstellung zu tun, ob wir jetzt in einem reinen Zweckbau sitzen oder ob wir uns auch da einen Kopf machen um Gestaltung und Selbstdarstellung und so weiter.
Also es ist einfach wichtig, erstmal rauszukegeln, wer sind wir eigentlich und was stehen wir und wo wollen wir hin, das Ganze irgendwo niederzuschreiben und nach außen auch in verschiedenster Weise zu leben. Und das nicht nur im Prospekt, sondern ganzheitlich. Und übrigens nochmal kleine Erinnerung, Thema Marketing. Viele vergessen das. Viele denken, Marketing richtet sich nur Richtung Kunden oder Interessenten. Weit gefehlt. Es geht auch Richtung nach innen, zu den Mitarbeitern, auch zu potenziellen Mitarbeitern und auch zu der ganzen Umwelt, mit der wir zu tun haben, mit unserem ganzen Ökosystem und jeglichen anderen Kontakten, mit denen wir zu tun haben. Also auch Vertreter von irgendwelchen Forschungsprojekten oder nehmen uns entsprechend wahr. Und auch für die ist das Marketing schlussendlich gemacht, nicht nur für die Kunden. Und hier habe ich fotografiert in einem Werkzeugbau im Erzgebirge ein Schild über dem Eingang vom Werkzeugbau. Das hat mir ganz gut gefallen. Der Satz sagt viel aus. Der Kundennutzen allein reicht nicht aus. Entscheidend ist, was der Kunde erlebt, wenn er uns begegnet. Was das Ganze heißen soll, ist, einfach nur seinen Job zu machen und 9-to-5-mäßig das Erwartete abzuliefern. Das führt vielleicht zu einer Kundenzufriedenheit. Aber wer heutzutage überleben will und auf Dauer erfolgreich sein will, der wird nicht nur einen Kunden nutzen und einen zufriedenen Kunden brauchen, sondern der wird begeisterte Kunden brauchen. Und da muss man dran arbeiten. Ist gar nicht so schwer, aber man muss was dafür tun. Dann das zweite Thema bei Erfolgsfaktoren war, dass man schauen sollte, dass man einen Maßnahmen- und Budgetplan hat, auch eine entsprechende Strategie hat, einen Marketingplan hat, den man dann umsetzen sollte. Ich habe hier eine alte Umfrage vom VDWF aus 2012, wo dargestellt ist, wie viel der Werkzeugbauunternehmen tatsächlich ein konkretes Budget haben und wie viel nach Lust und Laune machen oder welche gar nichts machen. Und es ist schon erstaunlich, dass dreimal stark die Hälfte sich tatsächlich im Voraus einen Kopf macht. Aber klar ist, die sich mit dem Maßnahmen- und Budgetplan auseinandersetzen und mit der Strategie auseinandersetzen, sind schlussendlich die Erfolgreichen. Und zu dem ganzen Thema Pläne machen. Man kann viele Pläne machen. Erfolgreich ist nur der, der die Pläne auch umsetzt. Und das Thema ist speziell im Marketing. Es gibt, glaube ich, keinen Unternehmensbereich, wo sich so dermaßen viele Kollegen, Mitarbeiter oder ja, Leute im Unternehmen berufen fühlen, mitzusprechen, als im Marketing. Also das klassische Beispiel, wir wollen Schreibgeräte machen lassen und wollen Kugelschreiber bestellen. Der eine Kollege meint, na, lieber saumäßig viele, aber billige. Der nächste Kollege kommt dann ungefragt und meint, nee, nee, wir stehen ja für Qualität. Wir wollen lieber wenige Kugelschreiber, aber richtig hochwertige. Und kaum hat er den Satz voll rausgehauen, steht der nächste da und bemerkt dann ungefragt, dass das eigentlich alles Quatsch ist und dass die Zukunft den Bleistiften gehört. So, das heißt, drei Leute, fünf Meinungen. Und wie immer, wenn es eben fünf Meinungen gibt und vier sagen ja und einer sagt, ich weiß nicht, dann bleibt das Projekt erstmal auf Eis und passieren tut nichts. Deswegen bitte macht im Voraus einen Jahres- oder Dreijahresplan zum Thema Marketing, was ihr machen wollt. Belegt es mit einem Budget, belegt es mit entsprechenden Ressourcen, brecht dann im Marketing-Mix runter, was zu tun ist und dann feuerfrei auch durchziehen und nicht bei jeder Kleinigkeit wieder um Kaisers Bart diskutieren. So, dann das Thema Erfolgsfaktor Schaffung der Institution Vertrieb. Ich habe gesagt, in allen Firmen ist es normal, dass man einen Dreher hat, einen Fräser hat. Vertrieb ist irgendwie neu. Aber Vertrieb ist einfach mehr wie nur ein Angebot schreiben. Vertrieb hat sehr viel mit Kundenbetreuung zu tun und nur wenn man sich da richtig mit auseinandersetzt, kann es auch zu einer Kundenbegeisterung kommen. Natürlich wachsen solche Leute nicht auf den Bäumen. Was sollten die Leute für eine Eigenschaft, ja, mitbringen? Das sind einmal produktbezogene Kompetenzen. Also natürlich muss man die Fertigungsmöglichkeiten, die technischen Möglichkeiten aus dem FF können. Aber man braucht vor allem kaufmännische Kompetenz. Und da zählt jetzt in meinen Augen nicht nur dazu, eins und eins zusammenzuzählen oder ein bisschen Prozent rechnen zu können, sondern ein erfolgreicher Vertriebler kann permanent im Hinterkopf bewerten, welche finanziellen Konsequenzen eine Alternative zu dem Angebot für den Kunden bedeutet. Und dann heißt ein paar Euro teurer auch unter Umständen deutlich, deutlich günstiger am Ende des Tages für den Kunden. Aber man muss immer umrechnen, wo ist der Vorteil für den Kunden. Dann natürlich Sozialkompetenz, also Fachidiot schlägt Kunden tot, ihr kennt das selber. Es gibt so viele Leute, die fachlich, inhaltlich so unheimlich viel auf der Pfanne haben, aber es einfach mit dem Zwischenmenschlichen so dermaßen versaubeutelt bekommen, dass sie eben nicht zum Abschluss kommen. Und daneben zum Schluss Verhandlungskompetenz. Man muss oftmals als Verkäufer einfach auch Diplomat sein und zwischen den Fronten
vermitteln. Man ist oftmals mehr Betriebspsychiater als Vertriebler und da ein bisschen diplomatisches Geschick kann viel helfen. Natürlich Zusatzqualifikation, Reiseerfahrung, interkulturelle Erfahrung, Fremdsprachenkenntnisse und so weiter ist alles nicht abträglich, kann man brauchen, aber nicht unbedingt Grundvoraussetzung. Farbig habe ich jetzt hier dargestellt. Alle eure Kammler, eure Fräser, alle werden auf Schulung geschickt, witzigerweise der Vertrieb aber nicht. Macht es bitte auch. Schickt die Vertriebler auf die Schulung. Man kann so viel lernen und wenn es nur ähnlich ist wie ein Rotkreuzkurs, dass man es mal wieder gehört hat, dass man es nochmal vergegenwärtigt hat, dass man es dann vielleicht schlussendlich irgendwann anwendet, dann wird man auch Erfolg haben. Und eins ist vollkommen klar im Vertrieb. Es gibt so geborene Vertriebler, die richtigen Rampensäue, die Verkäufertypen, die brauchen aber oftmals auch viel Glück. Deswegen sage ich, Motivation schlägt Vertrieb, Talent, Entschuldigung, Motivation schlägt Talent. Das heißt, wenn einer da ist, der einfach motiviert ist, der seine Schlagzahl hält und die Wiedervorlage im Griff hat, den wird der Erfolg überrollen, ob er will oder nicht. Also glasklar, deswegen auch unbedingt an der Schulung arbeiten und auch an der Motivation der Mitarbeiter arbeiten. So, und an der Motivation der Mitarbeiter arbeiten kann ich dann, wenn die auch das richtige Handwerkszeug an die Hand bekommen. Das heißt, die Vertriebler brauchen natürlich eine Schnittstelle zur Adressdatenbank oder zum PPS-System und so weiter. Schon allein aus dem Grund, dass die Daten nur einmal gepflegt werden und nicht 20 Mal nachgepflegt werden müssen und dann eh nie aktuell sind. Dann braucht man eine TAPI-Schnittstelle, dass man aus dem System raus telefonieren kann. Und wenn man im Homeoffice sitzt, dann brauche ich halt eine Spracheingabe im Handy oder so, aber es kann nicht sein, dass ich, wenn ich hier Telefon-Sessions mache, dass ich da alle Nummern von Hand eintippen muss. Dann brauche ich natürlich Headsets, Schnurlose. Wenn ich im Homeoffice bin, brauche ich Earpods. Ich muss videokonferenzfähig sein, mit dem Handy, mit dem Tablet, mit dem PC, egal wo ich bin. Dann brauche ich Hilfsmittel, um meine Wiedervorlagen im Griff zu haben und dokumentieren zu können. Es gibt so Gimmicks wie einen höhenverstellbaren Tisch, haben viele. Die wenigsten nutzen es auch tatsächlich, die bleiben nämlich immer sitzen. Dann tut auch immer ein Spiegel gut, wer viel telefoniert, wer in den Spiegel guckt oder wer ein Smiley hängen hat und daran erinnert wird, dass er ab und zu lachen sollte, wird erfolgreicher sein am Telefon. Dann braucht der Vertriebler, er soll ja mobil sein, vor allem ein Laptop und ist natürlich auch wieder so Videokonferenz-ready. Also seine Videokonferenz darf vom Aufwand her nicht aufwendiger und umständlicher sein wie ein Telefonat, sonst wird es nämlich nicht benutzt. Und dann Kfz habe ich mal in Klammer gesetzt. Klar, die Industriegebiete sind nicht neben dem Hauptbahnhof. Also ich brauche wahrscheinlich irgendwie ein Pkw, um da hinzukommen. Aber vielleicht gibt es ja da auch eine Möglichkeit von einem Poolfahrzeug oder ähnliches. Wichtig ist, die Vertriebler müssen lernen, dass sie einfach jede freie Minute, wo sie irgendwo warten oder wo sie irgendwo im Auto sitzen vom Termin, effektiv nutzen können. Das heißt, ich muss mit zack, zack irgendwo drin sein und wirklich produktiv arbeiten können und das Ding aufklappen, selbst wenn es nur um 1 oder 2 Minuten geht. Weil wenn ich das nicht mache und ich habe 10-mal am Tag so eine Situation, dann habe ich einfach eine halbe Stunde verloren und das ist eine kostbare halbe Stunde. Deswegen muss ich permanent sofort arbeitsfähig sein, dann komme ich da weiter. Und ich muss mich natürlich mit den neuen Dingen auseinandersetzen, mit Cloud-Systemen, Headsets, Handys, mobil arbeiten und so weiter. Gut, dann hatten wir letzte Woche am Montag schon die alte Weisheit, dass man niemals eine Chance kriegt auf den zweiten, ersten Eindruck. So, deswegen den Vertriebler auch drin schulen, dass der erste Eindruck einfach der ist, der zählt. Die erste, was weiß ich, halbe Sekunde, die bleibt für Jahre bestehen. Deswegen sollte ich mich so ein bisschen mit auseinandersetzen, weil haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Ich kann viel reden, aber 90% der Botschaft, die ich rüberbringe, kommt nicht durch die Sachbotschaft, die ich rüberbringe, sondern das sind einfach ja, Rahmenbedingungen. Und deswegen auch so bisschen Gedanken machen über Gestik, über Kleidung, über Händedruck, über Ausstrahlung etc. Die Folien kriegt ihr alle im Nachgang, könnt ihr euch dann in Ruhe dann nochmal reingucken. So, Verkauf, Vertrieb heißt ja eigentlich vollständig ausgesprochen persönlicher Verkauf oder persönlicher Vertrieb. Und in dem Wort persönlich steckt eins drin, nämlich absolut die Person, die das Ganze ausführt. Und wesentlicher Bestandteil von dieser Person ist nicht nur der Name, also ihr wisst ja, Namen sind nicht Schall und Rauch, sondern wir hören ganz unseren Namen, aber vor allem sowas wie die Stimme. Die Stimme hat sehr, sehr viel Auswirkungen zu meinem Gegenüber, wie er bestimmte Dinge wahrnimmt, auch einhergehend mit der ganzen Körpersprache und so weiter.
Dann das Thema Distanzzonen. Gut, gerade zu Corona hat wahrscheinlich nochmal eine größere Bedeutung als, ja gut, aber im normalen Leben, wenn es normal läuft, es gibt einfach verschiedene Distanzzonen und die sollte man ein bisschen beachten, jetzt ohne mit dem Meterstab wohin zu gehen. Aber ihr kennt es, wenn ihr allein auf weiter Flur an der Bushaltestelle steht und plötzlich kommt eine Person und würde 2 Meter neben euch stehen, würdet euch unwohl fühlen, würdet euch bedrängt fühlen. Wobei im privaten Bereich oder im Geschäftsbereich, eine Messe, wären 2 Meter gar kein Problem. Und richtig gute Freunde oder Kollegen lasst auch einen halben Meter an euch ran, ohne dass es ein Problem gibt. Aber jetzt gerade, wenn ihr zum Beispiel mit dem Kunden einen Betriebsrundgang macht oder ähnliches, sollte man auf so Distanzzonen achten. Oder auch wenn man kurz zu 5 zum Mittagessen fahren will und hat halt nur einen Golf, muss man kurz entscheiden, kann ich das machen, die 3 oft zusammen auf die Rücksitzbank zu packen oder fahre ich zweimal oder fahre mit 2 Autos. Das sind nur Kleinigkeiten, die man ein bisschen beachten sollte. Und erfolgreiche Vertriebler halten den Redeanteil des Kunden hoch. Und da hilft natürlich das Thema Fragetechniken. Je mehr ihr euch mit Fragetechniken auseinandersetzt und eben bewusst geschlossene Fragen oder bewusst offene Fragen oder bewusst welche auch immer Art von Fragen einsetzt, desto erfolgreicher werdet ihr sein. Ich habe hier verschiedenste Beispiele von Fragetechniken auch mit dabei. Das könnt ihr euch dann gerne im Nachgang im Handout nochmal ein bisschen reinziehen. Und wenn ihr Fragen habt, euch dann einfach bei mir melden. Es ist nur die Zeit zu kurz. So, dann weiterer Punkt der Erfolgsfaktoren im Marketing, im Werkzeugbau, was ich beobachtet habe, aktives Marketing. Die Unternehmen, die überproportional erfolgreich sind, die ich beobachtet habe, die achten drauf, Alleinstellungsmerkmale, also Unique Selling Propositions, USPs zu generieren, zu erstellen und die auch zu kommunizieren. Die arbeiten auch dran, ihre Kunden nicht nur zufrieden zu machen, sondern die Kunden zum Fan zu machen. Die leben aktives Empfehlungsmanagement, die leben das wirklich. Und vor allem, sie nutzen auch Netzwerke. Was das im Einzelnen bedeutet, will ich in den nächsten Folien mal zeigen. Alleinstellungsmerkmale, nochmal zur Erinnerung. Ein Alleinstellungsmerkmal muss wirklich was Spektakuläres sein. Es darf nicht so schnell vom Wettbewerb kopierbar sein. Also sollte eine gewisse Laufzeit haben, dass es auch was Besonderes ist. Und wir müssen es eben kommunizieren. So, ich habe jetzt hier mal das Beispiel von KWS, 100% Zufriedenheitsgarantie rund um Sorglospaket. Wenn du nicht zu 100% zufrieden bist, dann kriegst du dein Geld zurück. Ist vielleicht imitierbar oder auch andere Werkzeugbauten sagen, naja, ich kann ja auch erst eine Rechnung schreiben, wenn 100% Zufriedenheit da ist. Das ist schon richtig, aber die Firma hat sich's auf die Tür geschrieben und das ist eben wiederum Marketing. In vielen Punkten muss man einfach der Erste sein und das Ganze raushauen und auch kommunizieren. Habe ich nachher ein anderes Beispiel noch für euch. Dann der absolute Königsweg, wo ihr auf das ganze Marketing und die ganzen Kosten von der Messe und total pfeifen könnt, wenn ihr das betreibt. Es hat kaum Kosten, es hat wenig Aufwand und es ist genial einfach, nämlich das Thema Empfehlung. Unsere Kunden sind mit Abstand die beste Werbung. Und das mit den Weiterempfehlungen funktioniert auch super. Ihr müsst nur eins machen. Ihr müsst die Frage nach einer Empfehlung in euer Vertriebs-, in euer Besuchs-, in euer Terminritual einbauen wie Hallo und Tschüss. Ihr müsst zum Schluss vor der Verabschiedung einen festen Agendapunkt im Hinterkopf haben, wo ihr den Kunden, euren Freund, euren zufriedenen Kunden, euren begeisterten Kunden aktiv ansprecht und nachfragt nach einer Empfehlung. Und dann sagen natürlich 4-mal die Leute, nee, weiß ich gerade niemand, tut mir leid. Aber der 5. sagt, ah ja, genau, da habe ich einen Kumpel, Kollegen von der Meisterschule, der braucht genau das, was sie machen. Ja. Und wenn ich mich dort melde, habe ich halt einen Fuß schon halb in der Tür. Und das ist ein Riesenvorteil. Also, wie gesagt, super kostengünstig, wenig Aufwand, aber ihr müsst es in euer Vertriebsritual permanent integrieren. Und vor allem derjenige, der euch eine Empfehlung gibt, den dürft ihr nicht enttäuschen und solltet ihn auch auf dem Laufenden halten, wie sich das mit der Empfehlung entwickelt hat. Und wenn sich was daraus ergeben hat an richtigem Geschäft, dann bitte auch dementsprechend nochmal eine Rückmeldung geben oder eine Kleinigkeit zukommen lassen. Und da geht es nicht um den großen Wert, da geht es eher um die Aufmerksamkeit, dass man mitdenkt. So, Netzwerken. Warum Netzwerken? Klar, ich als Verbandsmensch muss natürlich Netzwerke in den Himmel loben, aber ich glaube tatsächlich, der Zukunft liegt viel auf informeller Ebene, liegt sehr viel in dem berühmten Vitamin B. Aber viele Leute berichten mir, ich war dort und dort und habe da zufällig einen kennengelernt. Ich bin eben Netzwerker. Ich sage, ich glaube nicht an die Zufälle. Wärst du nicht zu diesem Event gegangen, hättest du die Person auch nicht kennengelernt.
Deswegen, man kann diese Zufälle bewusst herbeiführen, aber es gehört halt auch dazu, dass man sich irgendwo in der Vereinigung engagiert als Mitglied oder Fördermitglied oder Sponsor, dass man unterstützt, Projekte unterstützt und wenn es nur Ausfallbürgschaften sind oder Besuchsanfragen, wenn Leute den Betrieb besichtigen wollen, dass man das einfach unterstützt. Und schlussendlich ist einfach so, in Netzwerke, wenn sie funktionieren sollen, muss man einfach erstmal investieren, muss man erstmal was Gutes tun, muss man was einbringen, ohne konkret im Hinterkopf zu haben, was denn da an Cashback kommt. Aber ich glaube, wenn man da ein bisschen was in den Ring reinwirft, dann kommt da auch eine ganze Latte zurück. Aber es lebt natürlich vom Austausch und deswegen lieber einmal zu viel engagieren, zu einer Veranstaltung gehen, mitmachen, unterstützen, als einmal zu wenig. Weil wenn der Gesamtkomplex Netzwerk funktioniert, dann haben wir alle was davon und vor allem auch ich selber. Genau. Dann hatte ich wieder einen, ja, einigermaßen letzten Punkt zu dem Thema, ihr müsst euch was trauen. Und um die Leute da ein bisschen wach zu rütteln, mache ich in der Vorlesung immer diese Folie und frage die Leute, was kommt denn eigentlich in euren Unternehmensprospekt so rein? Also macht euch mal kurz Gedanken, welche vier Schlagwörter würdet ihr im Text drin haben? Welche vier Bilder müssen auf jeden Fall in eurem neuen Prospekt oder auf eurer neuen Homepage sein? Überlegt mal kurz geistig vier Schlagworte, vier Bilder. Und ich zeige euch jetzt die Lösung. Ich gehe davon aus, dass 90% von euch genau diese Punkte benannt haben oder an die gerade gedacht haben, die jetzt hier gerade reintröpfeln. Und ich kann nicht unbedingt Gedanken lesen. Das heißt, textmäßig kommt immer Präzision, Liefertreue, Qualität und natürlich spezialisiert und noch irgendwie günstig oder sonst irgendwas. Okay, Referenzen kommen vielleicht auch noch und nochmal irgendwas, was ich vergessen habe. Und Bilder ist auch in jedem Prospekt dasselbe. Es müssen Maschinen, es muss eine Maschinenmannschaft vor der Tür sein, es muss ein Werkzeug sein und es muss irgendeine Maschine im Einsatz sein oder ein Werkzeug. Und kann man natürlich schon machen. Ihr könnt natürlich auch die fünf Prospekte eurer Wettbewerber nehmen und aus den fünf Prospekten ein Best-of-Prospekt machen. Aber der wird auch sicher nicht schlecht, aber herzlichen Glückwunsch, ihr habt dann genauso ein 0815 Mainstream-Prospekt wie alle anderen auch. Und dann hebt ihr euch halt wieder nicht ab. Und deswegen Zitat von meinem Freund Henry Ford, den ich immer gern zitiere: Wer immer tut, was er schon kann, wird immer bleiben, was er schon war. Und es gibt ja genügend Beispiele, wie hier zum Beispiel unseren Schwarzbraun ist die Haselnuss, der Heino, der die letzten 30 Jahre nicht mehr viel Platten verkauft hat und dann macht er einmal so ein Rockalbum und spielt mit Rammstein in Wacken vor was weiß ich wie viel 100.000 Leuten und verkauft Platten wie bescheuert. Ist gewagt, polarisiert, aber hat funktioniert. Und da gibt es auch noch weitere Beispiele, wie jetzt zum Beispiel von Falk Stukus. Der hatte mal vor einigen Jahren so eine Kampagne, geben Sie uns Ihr geht nicht teil und wir machen nur komplizierte Teile. Und natürlich hat es beim Wettbewerb für Aufsehen geführt, warum macht denn, wir machen doch auch komplizierte Teile und so weiter. Aber er war eben der Erste. Er hat diese geben Sie uns Ihr geht nicht teil Aktion durchgeführt, war in der ersten Runde nicht erfolgreich, weil die falschen Leute angeschrieben wurden. In der zweiten Runde hat er dann die angeschrieben, die tatsächlich den Schmerz haben mit dem geht nicht teil, nämlich die Konstrukteure mit einem Mailing zu den identischen Firmen und plötzlich war die Aktion ein Erfolg. Und man muss sich da was trauen, auch hier vom Gerd Feix, der Messestand auf der Euroguss. Das war in dem Jahr, als so diese ganze Stuttgart 21 Wutbürger-Debatte war und so weiter. Und er hatte einfach so einen Proteststand nachgebaut und natürlich polarisiert was, aber er hat ein Ziel erreicht, wenn man den Gang runterläuft, an den Stand erinnert man sich. Und so muss man sich manchmal was trauen. Ich habe auch hier vom Karl-Heinz Müller Werkzeugbau das Mannschaftsfoto mal kreativerweise nicht vorm Gebäude, sondern die Leute mitten ins Feld gestellt, was mit Sicherheit auch über die Bildkommunikation einiges an anderen Werten mittransportiert. Und man muss sich das einfach trauen. Und ich persönlich denke, dabei ist unheimlich wichtig, dass man authentisch bleiben sollte. Also so bleiben sollte, wie man tatsächlich ist und jetzt nicht irgendwelche hochgestochenen, keine Ahnung, Geschichten, die nicht real sind. Dann einfach Dinge machen, die andere nicht machen. Jetzt hier zum Beispiel Firma Deckerform ist bei allen Messen immer aktiv und haben irgendwo Leute stehen, die die Taschen verteilen oder die Taschen einfach so in Gang gestellt und dann ist es ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem Hallenmeister, der die Dinger wieder wegräumt, wie auch immer. Aber
Ergebnis zählt, wenn jeder Zehnte auf der Messe mit der Tüte rumläuft, ist überall unser Name präsent und wir haben was geschafft. So, wir haben jetzt ein paar Sachen gesehen mit sich vom Wettbewerb abheben. Das hat mit Kreativität zu tun. Wie kommt man an das Potenzial? Entweder mit einer teuren Kreativagentur oder man versucht mal selber so seinen Kopf ein bisschen aufzumachen. Macht einfach mal bewusst Umwege, nehmt eine andere Route oder nehmt ein anderes Verkehrsmittel. Bestellt euch regelmäßig was anderes zum Essen oder zum Trinken, was ihr noch nie bestellt habt. Und vor allem besucht mal euer Unternehmen selber. Sucht euer Unternehmen im Internet, ob ihr euch finden würdet. Besucht eure Homepage und fahrt einmal 3 Kilometer weg und gebt die Adresse Navi ein und fahrt mal bewusst mit dem Auto bis vor die Tür. Finde ich das Unternehmen? Ist es beschriftet? Finde ich das? Habe ich da einen Parkplatz? Ist der frei? Hängt die Klingel aus dem Loch oder muss ich gegen die Tür klopfen? Oder ja. Und eben das Geheimrezept, wie immer im Marketing, im Kopf des Kunden denken. Also lehnt euch einfach ab und zu zurück, setzt die Brille des Kunden auf und macht euch einen Gedanken, was müsste eigentlich passieren, dass der Kunde begeistert ist. So, gegen Ende, wo Lichter auch Schatten, noch ganz kurz Fehler, die häufig begangen werden im Werkzeugbau, im Marketing. Es gibt meistens keine mittel- oder langfristigen Strategien, man ist viel zu sehr vom Tagesgeschäft dominiert. Dann immer diese latente Überbetonung des Preises. Man spricht immer nur über den Preis, 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 anstatt dass man mal über Dinge rechts und links des Weges mit dem Kunden spricht. Und das wäre eigentlich auch ganz einfach, wenn wir die Kundenanforderungen und Bedürfnisse überhaupt richtig kennen würden. Aber dadurch, dass wir den Kunden gar nicht zu Wort kommen lassen in unseren Gesprächen, haben wir da ein Thema. Dann natürlich unsere technologiedominante Unternehmensführung. Also, wenn wir eine neue Maschine kaufen, stellt keiner die Frage, ob wir den großen oder kleinen Werkzeugwechsler nehmen. Wenn es aber darum geht, eine neue Homepage zu machen, dann kennt der klassische Werkzeugbau einen Kollegen, der hat einen Nachbar, dessen Schwager hat einen Sohn, der studiert was mit Computer und der kümmert sich dann um die Internetseite. Genau. Dann ist es auch so, dass eure Kunden mit dem Profi arbeiten wollen. Deswegen tut euch selber den Gefallen und lasst es bleiben, Werbemedien selbst zu gestalten, weil man sieht es einfach. Wenn ihr Zahnschmerzen habt, geht zum Zahnarzt. Wenn ihr was Gestalterisches habt, geht bitte zu jemandem, der das gelernt hat und der sich mit Gestaltung auskennt und vertraut dem auch. So, dann Schnittstellenprobleme, mangelnde Abstimmung zwischen Vertrieb, der draußen alles verspricht und die Fertigung, die es nachher nicht halten kann. Da ist es wichtig, dass regelmäßig Kommunikation und Teambindung stattfindet. Man sollte sich mehr um Unternehmensentwicklung kümmern und das mit dem Marketing einfach harmonisieren. Dann wird oftmals der Fehler gemacht, dass man immer nur in Geld plant, also irgendwelche Messen oder keine Ahnung, nur in Geld plant, aber dass man komplett unterschätzt, welchen Aufwand das auch bedeutet, das Ganze auch personell zu stemmen und durchzuziehen. Und genauso hat man eben Aufwand, wenn man an Lieferanten gewisse Marketingaktivitäten auslagert. Auch das muss betreut und gecoacht werden und reflektiert werden. Also nur weil ich sage, da nimm Geld und kümmere dich, ist das Ding noch lange nicht erfolgreich auf dem Weg. Zum Schluss, was ihr machen könnt, um erfolgreich zu sein, bestimmt euren aktuellen Standort, macht eine klare Positionierung, definiert eure Ziele, macht dann einen Budgetplan, nicht nur in Geld, sondern bitte auch in Zeit, in Ressourcen, stimmt das ab, packt eure Alleinstellungsmerkmale noch mehr in den Vordergrund, schafft durchgängige Wiedererkennungswerte, auch über längere Zeiträume. Arbeitet bitte mit Profis zusammen, was Bildmaterial angeht, was die Grafik angeht, was die ganzen Baustellen der Kommunikation angeht. Tretet professionell auf, bleibt dabei aber bitte authentisch und nicht gestellt. Nutzt Chancen, wenn sich was ergibt, aber entscheidet immer nachhaltig. Nutzt vor allem die Netzwerke und mein Top-Tipp, einfach das mit den Empfehlungen forcieren, wirklich ins Vertriebsritual einbauen, dann seid ihr da erfolgreicher. Plant euch feste Zeitfenster ein, um euch um das Thema zu kümmern, euch auch in dem Bereich weiterzubilden, voranzubringen. Zeigt vor allem Kontinuität und traut euch was und lasst es zu guter Letzt nicht an den drei Buchstaben scheitern wie euer Wettbewerb, die nämlich nichts machen, sondern tut's einfach. Wer es tut, ist gut und dann passiert auch was. So, meine halbe Stunde ist durch. Das war so die Schnellzusammenfassung der Crashkurs, was erfolgreiches Marketing im Werkzeugbau angeht. Herr Grück, darf ich Sie mal konkret ansprechen? Ich habe gerade Ihr Mikro angeschalten, wenn Sie es zulassen. Ja, Moin, Sie kommen hallo. aus dem Hause Hoffmann Impulsgeber aus Lichtenfels, ist richtig? Genau, ja.
Ihr arbeitet ja ziemlich intensiv dran, nicht nur die Kunden, sondern auch die Mitarbeiter zum Fan zu machen. Ihr habt ja extra diesen Kommunikationscenter auf dem Werksgelände und da gibt es auch diesen Fanshop, wo man dann Hoffmann Fahrradkleidung und Hoffmann keine Ahnung was kaufen kann. Hauptsächlich Arbeitskleidung, ja, aber ja, das gibt es auch schon seit ein paar Jahren eben, dass wir eben Arbeitskleidung anbieten mit Logo, mit Branding, was dann auch immer ganz schön ist, wenn man das dann eben auf diversen Stadtfesten dann auch die Leute sieht, die dann unser Logo dann auch tragen. Also das ist schon relativ beliebt, auch ein gutes Instrument eigentlich für uns, ja. Okay, also gute Erfahrung damit man macht, sich da damit auseinanderzusetzen und was anzubieten. Absolut, ja, aber ich meine, es ist auch tatsächlich ein stetiger Prozess, den man wirklich immer wieder angehen muss. Wir sind jetzt gerade auch schon wieder dabei, Sachen zu überarbeiten, neu zu gestalten, auch im Auftritt nach außen etc. Also da ist wirklich aktuell viel Bewegung drinnen. Also ist schon immer eine Herausforderung, ja. Okay, danke. Danke, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.